Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Dieses Video hat den Titel 2023 Grund zum Optimismus. Jetzt ist die Frage, wie kann man optimistisch sein? Dazu braucht man auf jeden Fall erstmal einen Gast. Ich habe hier einen Gast, der mir hoffentlich heute Grund zum Optimismus verschafft, nämlich den Professor Gerd Gandefer. Hallo Gerd, schön, dass du da bist. Hallo Tobias. Und wir werden heute mal schauen, wie das mit dem Optimismus so aussieht, weil eigentlich ist die Welt ja voller Krisen, Kriege, Klimaprobleme. Alles fängt mit K an, komischerweise. Also wir schauen eigentlich in ein Jahr, wo wir einen Krieg haben, der ganz Europa betreffen kann. Wir haben die Energiewende keineswegs gelöst. Wir haben hohe Inflation, wir haben Wirtschaftsprobleme und so weiter. Wie kommen wir jetzt auf die Idee, dass wir Optimismus verbreiten? Ja, also ich bin eigentlich, wie man so sagt, Technokrat. Ja, also ich bin Physiker und denke, dass wir für viele Dinge Lösungen haben in der Technik. Also gerade wenn es um Energie und Klima geht, da gibt es also durchaus Konzepte, die zum Beispiel Brüssel verfolgt oder auch die UN, die auch umgesetzt werden und die durchaus auch positive Aspekte haben. Also das Klimaproblem lässt sich langfristig sicher lösen, denke ich. Nur man braucht eben ein klares Konzept. Das ist das Klima. Und dann gibt es andere Probleme, eben wie den Krieg. Das ist eigentlich nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ich bin Physiker und da geht es ja eigentlich um politische Probleme. Aber ich denke, dass die Demokratie sich durchsetzen muss. Die Demokratie als erfolgreiche Staatsform, und da ist eben ganz wichtig, dass die demokratischen Länder auch ökonomisch erfolgreich sind, dass sie also zum Beispiel ihren Bürgern ein gutes Gesundheitssystem, ein Rentensystem und auch Wohlstand, also bezahlbare Wohnungen und all sowas bieten können, sodass die anderen Länder, deren Bürger sich vielleicht eben in einer Diktatur befinden, haben, totalitären System, sehen, oh, verflixt in der Demokratie würde es mir besser gehen. Ja, und, so, und wenn das passiert, dann werden auch andere Staaten letztendlich demokratischer oder demokratisiert werden, also Vorbildfunktion. Und da war ich eigentlich jetzt vielleicht vor 2, 3 Jahren ein bisschen pessimistisch, weil es sah zwischendurch so aus, als würde China mit dieser totalitären Struktur die Pandemie, also diese große Seuche des Coronavirus, besser bekämpfen können. Weil ein totalitäres System hat eben die Möglichkeit, die Bürger einfach in Quarantäne zu sperren. Und dann sah es so aus, als wäre die Diktatur, also ich bezeichne jetzt China einfach mal als Diktatur, als wäre die Diktatur erfolgreicher. Aber das ist jetzt in diesem Jahr korrigiert worden, denn das Typische ist für den Diktator, also das war auch in der Vergangenheit so, ist, dass der am Anfang mit seinen totalitären Maßnahmen Erfolg hat. Ne, der macht einfach so, zack, bumm, so wird es gemacht und Demokratie ist nicht, ne, ich bestimme, wo es lang geht. Das ist erstmal effizient, so wie im Militär. Aber nach einer Weile kippt das immer ab, weil der Diktator neigt dazu, durchzudrehen. Also, das wär, also allen Ernstes, ja. Der kommt davon nicht ab und das haben wir jetzt gerade in beiden Systemen, die so ein bisschen totalitär sind, wie Russland und China, haben wir es wieder gesehen. Und da, deswegen bin ich optimistisch. Auch wenn wir jetzt diesen Ukraine-Krieg haben, ja, aber es zeigt, dass Diktaturen letztendlich sich doch nicht durchsetzen. Es ist der falsche Weg und das sieht die ganze Weltgemeinschaft. Das ist gut für die Demokratie. Das heißt, eigentlich sehen wir, auch wenn das negative Nachrichten sind aus China, aus Russland, dass die Demokratie sich durchsetzt. Und das finde ich positiv. Wow, also du hast jetzt erstmal schon einen Riesenbogen gespannt. Ich hätte gar nicht an diesem Ende angefangen zu denken, aber das ist alles gut. Wir haben ja jetzt wirklich jede Menge Themen, über die wir reden könnten und wir wollen es wahrscheinlich relativ kurz machen, deswegen reißen wir alles nur mal an, das ist doch auch schön. Ich wollte nur mal gucken, weil du hast gesagt, das ist eigentlich gar nicht dein Thema. Es gibt ja Dinge, die sind dein Thema, über die sprechen wir natürlich auch. Das eine ist das Thema Klima, darüber werden wir wahrscheinlich eine kurze zusammengefasste Optimismus-Sicht von dir bekommen. Dann bist du Nanophysiker und daraus ergeben sich ganz viele Dinge, die dich optimistisch sein lassen für die Zukunft. Vielleicht müssen wir, was den Optimismus betrifft, vielleicht auch nochmal differenzieren. Es gibt einen persönlichen Optimismus, also wie sehe ich mein nächstes Jahr? Okay, dann haben wir einen gesellschaftlichen Optimismus, also zum Beispiel bin ich jetzt für Deutschland oder für Europa optimistisch? Da weiß ich nicht, ja. Und die dritte Sicht ist, bin ich für die Menschheit oder für die Welt optimistisch? Ich glaube, dass wir eher auf der Ebene wahrscheinlich ein bisschen reden, weil es kann durchaus sein, dass Europa oder im speziellen Deutschland in den nächsten 10 Jahren vielleicht eher
sich schlechter entwickeln wird, das ist durchaus möglich, aber der Optimismus würde dann sozusagen uns als Weltengemeinschaft betreffen, vor allem gegen diese großen Klimaängste, da hast du ja auch Videos zu gemacht, also oder auch Panik und alles wird immer schlechter und wir werden alle sterben, so nach dem Motto. Gehen wir mal die einzelnen Themen an. Ich habe es gerade geteasert und das ist ja nun auch ein Thema, mit dem du dich ganz viel beschäftigst, Klima. Wir sehen, dass die Klimaziele gerissen werden. Wir sehen, dass weiter geredet wird, ohne dass viel passiert. Wir sehen vielleicht auch ein Land wie Deutschland, das behauptet, ganz vorne dabei zu sein, aber eigentlich gar nicht viel im Moment schafft an Ausbau und so weiter. Wo kommt jetzt der Optimismus her? Ja, also zunächst mal ist es dieser Begriff Netto Null. Also wir haben ja diese beiden Symposien in diesem Jahr war es noch 22, also wir sind ja jetzt Ende Dezember 22, zwei Symposien veranstaltet und dabei ist ein Konzept rausgekommen, wie wir global das Klimaproblem angehen können. Weil man muss sich darüber im Klaren sein, dass Klimaschutzmaßnahmen, die nur in Deutschland bezahlbar sind oder kaum noch bezahlbar, aber jedenfalls sehr teuer sind, dass in Deutschland eben nur ein Hundertstel der Weltbevölkerung lebt. Und in der Schweiz, da gibt es ja ähnliche Anstrengungen, die noch teurer sind, da lebt sogar bloß ein Tausendstel. Und was dieses Hundertstel oder Tausendstel treibt, das ist eigentlich nicht so besonders wichtig. Vorbildfunktion vielleicht, aber von der Summe nicht. Ja, Vorbild schon, aber nicht, wenn es so teuer ist, dass die eigene Bevölkerung schon die Heizkosten und die Strompreise nicht mehr bezahlen kann. Und deswegen, das ist eben wichtig, dass eine Demokratie auch ökonomischen Erfolg hat. Aber natürlich auch Klimaschutzmaßnahmen müssen für die Bevölkerung tragbar, leistbar sein. Aber in der ganzen Welt passiert das natürlich. China hat riesig investiert in Windenergie, in Solarenergie und in neue Kernkraftwerke. Also ich persönlich, ich weiß, das ist vollkommen diametral zum deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich und Deutschland. Aber wir sehen auf der ganzen Welt einen Boom in der Kernenergie, was so ein Ausweg ist für grundlastfähige Energieformen. Also da gibt es im Energiebereich ganz viele Entwicklungen, auch in Indien. Das größte Solarkraftwerk der Welt mit, ich glaube, 2 Gigawatt installierter Leistung, das sind 25 Quadratkilometer Solarzellen, steht in Indien. Und das erzeugt Strom für 2,2 Cent die Kilowattstunde. Also fantastische Entwicklung draußen in der Welt, aber viel größer als was in Deutschland passiert und eben bezahlbar. Aber ein wichtiger Punkt zum Klima ist, dass wir gelernt haben, dass wir zwar, ich habe so ein Badewannenmodell, dass wir zwar so ungefähr 40 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr in die Atmosphäre reinfüllen, das ist meine Badewanne, aber die Badewanne hat 2 Abflüsse und die fließen permanent raus. Und das sind einmal die Landpflanzen und einmal die Ozeane. Und ich bin gerade dabei, mich mit der Senkenfunktion der Landpflanzen näher zu beschäftigen. Und die Nettoprimärproduktion, das ist die Gesamtleistung der Photosynthese, die liegt bei insgesamt 220 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Also ein Sechsfaches der Emissionen des Menschen. Allerdings geht sehr, sehr viel verloren dabei, aber das ist erstmal die Primärproduktion. Das heißt, alleine dieser eine Punkt, die Senkenwirkung der Landpflanzen, also Wälder, kann enorm verstärkt werden. Nur man muss es erstmal verstehen. Man braucht den globalen Blick, denn das nur in Deutschland zu machen, das hat wenig Zweck. Es bringt was in Sibirien und in Kanada, aber das ist ein riesiges Potenzial, das Problem anzugehen. Und so viel gibt es, wenn man den globalen Blick hat, sehr viele Möglichkeiten, das Klimaproblem zu lösen mit neuen Ansätzen, weit jenseits der engen Grenzen dieses doch sehr stark, sehr dicht bevölkerten Landes Deutschlands. Und da habe ich einen ungeheuren Optimismus, dass auch die Weltgemeinschaft, also die UN und auch die EU mit ihren Konzepten, dass die auf dem richtigen Weg sind. Also die EU Brüssel hat mich beim Klimaschutz sehr beeindruckt. Mhm. Das ist jetzt natürlich immer eine Frage des Zeitstrahls. Ja? Also weil ich dachte jetzt, du kommst mir jetzt mit der Kernfusion um die Ecke, die Grund zum Optimismus ist, was ja für einen Physiker, da gibt es ja gerade Entwicklungen, die wirklich, das sind übrigens alles, wenn ich das mal sagen darf, sind alles Videos, die man sich bei ihm bald oder gerade oder in letzter Zeit ausführlich anschauen kann. Also das ist ja gerade, sind gerade deine Themen. Aber diese Landpflanzen oder diese CO2-Senken, die natürlichen, das ist was wahrscheinlich schneller Realität sein wird als die Kernfusion. Aber trotzdem, lass mich diesen Aspekt zum Thema Klima vielleicht, um diese zwei rauszugreifen, noch nennen. Die Kernfusion ist auch in deinem Kopf ein Grund für möglichen Optimismus? Ja, das ist aber langfristiger. Also es gibt eben große Fortschritte bei der Kernfusion mit Lasern. Das ist also diese, wie nennt man die denn, also gepulste Kernfusion. In den USA gab es da einen Durchbruch, da habe ich auch ein kleines Video drüber gemacht und ich bin der festen Überzeugung, dass langfristig, das ist jetzt auf der Skala von jenseits 50 oder 100 Jahren,
Jahren, dass dann die Kernfusion, also das ist ja der Antrieb der Galaxie, der Fixstern, also das ganze Universum wird mit Kernfusion angetrieben, das ist die Energiequelle, dass wir das auf die Erde holen. Und damit können wir dann auch zu den Sternen reisen. Da bin ich so ein bisschen visionär, hört sich nach Science Fiction an und in der Tat, ich bin eigentlich so ein Science Fiction Fan, aber ich bin Physiker und ich denke, letztendlich werden wir all das, was physikalisch möglich ist, auch umsetzen. Es ist ein technisches Problem, diese riesigen Temperaturen, die wir brauchen, umzusetzen. Aber inzwischen, durch diesen Durchbruch, auch motiviert in den USA, der war vor ein paar Wochen, Anfang Dezember, sind sehr viele Start-ups, also weiß nicht, so 10 oder sowas, sind damit zugange, neue Typen von Kernfusionsreaktoren zu entwickeln, neue Ideen. Aber neuen Reaktortypen zu entwickeln, das dauert eben gerne mal 50 Jahre oder noch länger. Aber langfristig werden wir zu Fusion gehen, müssen auch, weil die anderen Energiequellen werden erschöpft sein. Oder ja, natürlich können wir Sonnenenergie und Windenergie weiter nutzen, aber das wäre eine sehr starke Energiequelle, mit der wir zum Beispiel dann auch das CO2 aus der Atmosphäre wieder extrahieren können, weil dazu braucht man ganz viel Energie. Lass mal das vielleicht mal als zwei Aspekte für die Klimafrage mal stehen, oder? Wenn du einverstanden bist. Das sind eine mittelfristige und eine langfristige optimistische Betrachtung, was jetzt gerade den technischen Fortschritt ins Spiel gebracht. Und da beschäftigt mich gerade und wahrscheinlich ganz viele dieser Chatbot, der neue, so eine KI, eine künstliche Intelligenz, die du mit Fragen füttern kannst, ja. Und die in unfassbarer Weise, also wirklich, also für... Ich bin da wahrscheinlich wieder einer von denen, die es als Letzter mitkriegen, aber was die kann, ja, und wie die, der, mein Sohn, der Oskar, der hat zum Beispiel, hat die gefragt, schreibe mir eine Mail, ich möchte mit dieser Firma eine Kooperation machen mit YouTube, und dann hat die eine hervorragend formulierte, mit Argumenten durchsetzte Mail produziert, da schlackerst du mit den Ohren. Oder auch, dass es jetzt ja KI-mäßig Bilder oder Figuren, ganze Influencer schon, die von KI gebaut werden, die reden, die lachen, noch immer künstlich, Gott sei Dank erkennbar. So, aber für viele ist das doch eigentlich in erster Linie ja, einerseits toll und andererseits natürlich Grund zu großer Sorge. Wo bleibt denn da das Menschliche? Wo bleibt das Authentische? Wo bleibt das Erkennbare, wenn KI so viel kann? Aber du siehst in KI auch ganz viel Grund zum Optimismus. Also zunächst mal ist KI nach wie vor eine Maschine. Und eine Maschine ist ein Werkzeug und sie tut das, wozu sie programmiert worden ist. Denn sie will nichts. Also es gibt in einer Maschine keinen Willen. Also ein Auto will ja nicht fahren. Das ist ja nicht unglücklich, wenn es nicht fahren kann. Sondern es fährt nur, wenn ich mich da reinsetze, es anmache und losfahre. Es tut also das, was ich befehle. Und ich denke, bei einer künstlichen Intelligenz, die ja keine emotionale Basis hat, also die hat ja nicht dieses Triebsystem, was uns antreibt. Ja. Also ein lebendiges Wesen muss ein Triebsystem haben, sonst würde es ja erstmal nichts essen, weil es gar keinen Hunger hat. Dann würde es einfach verhungern oder verdursten. Also ganz viele Impulse, die uns zum Handeln bringen, uns Menschen oder auch die Tiere oder sogar die Pflanzen, werden emotional gesteuert. Ja, man will irgendwas, aber eine KI ist erstmal ein Computerprogramm oder auch ein Computer, eine Hardware. Die will nichts, außer ich programmiere ihr was ein. Also ich kann natürlich eine KI bewusst böse machen, im Sinne jetzt von irgendwie gegen Demokratie oder sowas. Aber ich kann sie auch gut machen. Aber das ist dann aufgeprägt vom Menschen. Also eine KI, solange sie nicht vollkommen selbstständig denkt, und da glaube ich jetzt noch nicht dran, dass diese Viecher da, diese Computer selber denken, tut das, was der Computer, der Programmierer ihr einprogrammiert hat. Und wenn dein Sohn einer KI, einer solchen Chatbox oder wie das Ding heißt, einen Auftrag gegeben hat, dann erfüllt sie diesen Auftrag, wie so ein Sklave oder sowas. Aber sie hat keinen eigenen Antrieb. Also die KIs werden jetzt nicht den Planeten übernehmen, weil sie, die haben keinen Machttrieb und mit Geld können sie auch nichts anfangen. Aber sie könnten was Positives bewirken. Ja, sie sind Hilfe für die Menschen. Wenn wir von Optimismus reden, wo werden wir sehen, dass das wirklich sehr viel Positives bewirkt? Also da würde mir jede Menge einfallen. Zum Beispiel der Lohnsteuerjahresausgleich. Nein, es gibt ganz viel Bürokratie. Also ich habe mich ja jetzt ein bisschen mehr mit der EU-Bürokratie beschäftigt. Und da sind so viele Regulierungen, die auch durchaus vernünftig sind. Ja, aber es sind ja Milliarden. Also oder vielleicht auf jeden Fall zig Millionen Regulierungen. Und wenn du jetzt ein Unternehmen in Deutschland hast oder auch in Belgien oder sonst wo und musst diese ganzen Regulierungen der EU, egal in welchem Bereich, erfüllen, das schaffst du ja
gar nicht mehr ohne eine KI. Und ich habe eben jetzt eine ganze Weile für eine Firma, also als Berater, war ich da tätig für die EU-Taxonomie. Das ist diese neue Regulierung zum Umbau der Gesellschaften, zu Klimaschutzgesellschaften. Und da ging es darum, diese Taxonomieregulierung in eine KI einzufüttern, die dann den Unternehmern oder anderen oder Banken oder so zur Verfügung steht, die dann diese Regulierung sozusagen automatisch erfüllen, weil die KI ihnen sagt, hör mal, wenn du jetzt da ein Gaskraftwerk bauen willst oder da eine neue Autobahn bauen willst, da greifen jetzt die und die Regulierungen und die musst du so und so erfüllen. Und das macht dann weitestgehend selbstständig diese KI. Das heißt, wir haben eine riesig aufgeblähte Bürokratie, die vielleicht sogar auch Sinn macht. Ja, nicht in jedem Punkt, aber an einigen Punkten. Aber die ist dann nur noch zu bewältigen in ihrer Komplexität durch eine hochintelligente Computersoftware, die kann man künstliche Intelligenz nennen oder einfach Computerprogramm-Expertensystem, die den Menschen hilft. Und das ist jetzt also in dem Status heute, glaube ich, kaum noch zu bewältigen ohne so eine Hilfe. Und da gibt es viele andere Aspekte, also wir können das auch nutzen in der Universität, um zum Beispiel eben meinetwegen um neue Medikamente zu suchen. Da muss man ja eigentlich endlose Testreihen machen, um verschiedene Moleküle, von denen man hofft, dass sie bestimmte Wirkungen haben, zum Beispiel gegen Alzheimer oder sowas. Und da muss man endlose Testreihen zum Beispiel mit Tierversuchen machen. Heute kann man das aber im Rechner simulieren. Man kann also die Realität, eine künstliche Realität schaffen und dann eben mit einer KI, die arbeitet nach Algorithmen, die Moleküle, also das sind dann irgendwelche Medikamente, das kann also Millionen und Milliarden von Molekülkombinationen durchtesten, um zu schauen, ob es gegen die und die Krankheit hilft, was ein Mensch gar nicht mehr bewältigen kann, weil es zu komplex ist. Thema Gesundheit ist natürlich sowieso ein wichtiges Thema. Also ich denke, dass KI zum Beispiel natürlich auch helfen wird und Optimismus gibt im ganzen Gesundheitswesen, was Ärzte betrifft. Ärzte werden sicherlich massiv unterstützt werden wenn man nicht KI sagen will, was sagt man dann? Maschinenlernende Expertensysteme. Expertensystemen, genau. Ja, Machine Learning, ja. Weil ob das nun die Auswertung von Röntgenbildern oder MRT-Bildern ist oder die Abgleichung von Diagnosen weltweit, was es da für neue Erkenntnisse gibt, all das dürfte deutlich beschleunigt werden. Also man kann sicherlich sich einiges vorstellen, was positiv ist. Wenn wir bei der Gesundheit sind, jetzt hatten wir ja gerade die Pandemie mit diesem neuen Impfstoff. Und das ist ja eigentlich, deswegen hast du da auch so viele Videos dazu gemacht, eigentlich ein Thema von dir schon immer gewesen oder schon lange gewesen. Schon lange, ja. Und du hast schon vor vielen Jahren da einen sehr optimistischen Blick gehabt und der sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal bestätigt hat. Oder gib uns da nochmal einen Hinweis, da geht es um die Nano. Physik, ne? Ja, das sind die neuen mRNA-Impfstoffe. Die wurden eigentlich für was anderes entwickelt und vor der Jahrtausendwende sah es auch so aus, zwischendurch, dass das gar nicht funktioniert. Die Idee war, dass man die Kommunikation zwischen Zellen versteht. Also wir bestehen ja aus Abermilliarden von Zellen und so eine Zelle muss ja wissen, wo sie ist. Also eine Zelle ist erstmal eigentlich fast ein vollständiges Lebewesen, hat einen Zellkern und den ganzen Klapperatismus, einen Stoffwechsel und alles, also ein selbstständiges Lebewesen. Aber es muss ja wissen, ob es eine Leberzelle ist oder eine Hautzelle oder eine Muskelzelle. Das heißt, es kommuniziert irgendwie diese Zelle mit der Umgebung. Und diese Kommunikation geschieht mit Molekülen, also unter anderem, aber hauptsächlich sind es Moleküle. Und zwar sind es kurze, einzelsträngige, also nicht der Doppelstrang der DNA, sondern ein Einzelstrang der Erbsubstanz, dieser Doppelhelix. Also ich würde sagen, das ist eine SMS des Zellkerns, also eine Kurznachricht. Und diese SMS steuern also das Zellwachstum und alle möglichen anderen Prozesse. Und diese ganze Ebene der Zellen, die kommunizieren über diese Kurznachrichten. Und es sind einsträngige RNAs. Und deswegen ist das M bei diesen Impfstoffen, die heißen ja mRNAs, weil das M steht für Messenger, also Kurznachricht auf der Basis der DNA. Das ist also die Methode, mit der die Biologie auf der untersten Ebene des Zellkerns, der Viren, auch ein Virus, enthält nur einen RNA-Strang oder auch ein DNA, das sind unterschiedliche Viren, aber es enthält nur eine Kurznachricht, also ein bisschen länger, um der Zelle, die das Virus befällt, zu befehlen, jetzt nur noch Viren zu fabrizieren. Das heißt, der ganze Klapperatismus der Zelle wird umfunktioniert, neue Viren zu machen. Aber es ist eigentlich ein Informationsträger. Also es ist ein langes Molekül, also ein RNA-DNA-Molekül und das enthält die Information, du Zelle jetzt nur noch Viren bauen. Ja? Und die mRNA
Impfstoffe basieren darauf, dem Immunsystem mitzuteilen, du hör mal, du hast da ein Virus übersehen, beziehungsweise es kann das Immunsystem trainieren auf einen Virus. Und das haben wir gelernt. Die Menschheit hat gelernt, mit diesen mRNA-Impfstoffen auf der untersten Ebene der zellulären Kommunikation zu kommunizieren mit dem Immunsystem. Und das bedeutet, wir können damit auch Krebs heilen. Jetzt auf der Zeitleiste, wo würdest du das ansiedeln? 10 Jahre. Also ich denke, es werden jetzt immer noch sehr viele Menschen an Krebs sterben, aber ganz viele Krebserkrankungen sind heute heilbar. Nicht unbedingt mit mRNA-Medikamenten, aber mit ganz neuen Medikamenten. Ja, also es gab diese Brachialmethode der Bestrahlung, wenn du eine Krebserkrankung hast. Ja, da wird einfach ausgenutzt, dass Krebszellen nicht so gut überleben unter Stressbedingungen. Die Körperzellen überleben das besser und natürlich eine Operation. Aber was ich denke, was in der Zukunft kommt, ist, dass du eine Spritze bekommst, wie eben jetzt diesen mRNA-Impfstoff oder eine Pille und dann ist der Krebs weg. Und zwar mit allen Metastasen, weil dem Immunsystem mitgeteilt wird, hör mal, du hast hier entartete Zellen übersehen, die musst du vernichten. Das Immunsystem kann das. Ja. Es gibt ja auch Autoimmunerkrankungen, wo das Immunsystem mit seiner wahnsinnigen Power sich gegen gesunde Zellen richtet. Das ist dann ganz schlimm. Aber im Fall des Krebses hat es entartete eigene Körperzellen nicht als fremd erkannt. Das ist eine Fehlfunktion. Und wenn wir das schaffen, dem Immunsystem die Kurznachricht zu schicken, hör mal, dieser Typuszelle, also du erkennst diese Krebszelle an den und den Außenmerkmalen, hast du übersehen. Dann macht es Schnaps und der Krebs ist weg. Okay. Das klingt verheißungsvoll. Ja, das ist die Idee. Ich denke, das wird auch passieren. Du hast jetzt ja gerade auch Videos gemacht, wo es darum ging, wo die Grenzen der Physik und des Technischen sozusagen sind. Ich stelle mir vor, dass wir ganz viel zum Beispiel über künstliche Intelligenz gelöst kriegen, dass wir über Ingenieurskunst oder über Erfindungsreichtum ganz tolle Sachen machen, die im Prinzip dazu beitragen, dass Menschen toll leben können, in einem Wohlstand leben. Ich glaube, das ist auch was wir immer unterschätzen. Das ist auch so ein Rossling, so eine Grafik, die mir im Kopf ist. Die gefühlte Entwicklung der Welt ist irgendwie so, dass wir hier oben sind entwickelt und dann der Rest der Welt, der ist so am sich hocharbeiten. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so. In Wirklichkeit sind Indien, China, Pakistan, ganz viele Länder sind schon viel weiter entwickelt, als wir das hier wahrnehmen. Wir denken, wir sind hier die Spitze des Kopfes. Wir merken gar nicht, dass das gar nicht mehr unbedingt stimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir das hinkriegen, dass es auch dass es technische Entwicklungen gibt, die das Energieproblem lösen, das Klimaproblem lösen, dafür sorgen, dass es Bildung gibt, dass es Wohlstand gibt, vielleicht, ja. Die Frage ist, haben wir einen optimistischen Blick auf das Thema Sinn? Warum sind denn die Menschen hier? Also das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt wirklich hier sozusagen live und in Farbe, weil ich weiß deine Antwort nicht. Weil das ist immer so ein bisschen mein Gedanke, wenn die Menschen hinterher, klar, also ich denke, wir werden dahin kommen. Jetzt ist es so, 10% in Deutschland bezahlen die Steuern, fast die ganzen Steuern. Das heißt, es ist eigentlich jetzt schon so, dass man redet immer von der Schere, die Schere, die ist auch da. Das ist aber so, dass wirklich nur ein Bruchteil der Leute eigentlich die gesamte Gesellschaft bezahlt mit allem, was da ist. Also die Verwaltungsangestellten, die Lehrer, die Theater, alles. Das wird eigentlich von einem ganz geringen Teil von Menschen sozusagen produziert. Und das wird sich vermutlich noch weiter verstärken. Also es kann gut sein, dass wir einfach noch viel weniger Unternehmen haben, die mit ihren immensen Steuern die ganze Gesellschaft bezahlen. Die Frage ist, was ist dann der Sinn des Lebens für die Menschen, die sozusagen dann alimentiert meinetwegen oder von Steuern bezahlt in einem Wohlstand leben? Was machen die dann? Also das sind ja zwei Fragen in meinen Augen. Zunächst mal also zur Wirtschaftsstruktur, dass du halt 10% ziemlich reiche Leute hast oder Unternehmen, die anderen 90% mittragen. Und jetzt hast du suggeriert, dass die 90% gar nichts zu tun haben. Die werden alimentiert. Das stimmt ja nicht. Also gestern in der Tagesschau hörte ich, dass in Deutschland so viele Menschen in Lohn und Brot stehen, also auch in die Rentenversicherung einzahlen und alles wie niemals zuvor. Es sind also unglaublich viele Leute beschäftigt. Und es sind auch sehr viele Leute, es sind freie Stellen. Also es gibt einen Fachkräfte.
Fachkräftemangel. Also die Deutschland selber und auch Europa befinden sich ja im Zustand, wo alle Leute eigentlich die Chance haben, sinnvoll an der Gesellschaft mit teilzuhaben. Ob jetzt die Gehälter gerecht verteilt sind, das ist eine andere Frage, da hätte ich so meinen Zweifel, weil wenn einzelne Leute also Milliarden und Abermilliarden haben, also ich stelle mir vor, wenn man jetzt so Multimilliardär ist, ja, der könnte sich mein Dorf, wo ich wohne, Landschlachten, einfach kaufen. Ja, aber was willst du denn mit so einem Dorf? Da hast du so ein Dorf, ja, einen Haufen Ärger am Hals. Ne? Also wenn man so riesig, aber trotzdem, das ist das kapitalistische System, was ja vielleicht als soziale Marktwirtschaft sinnvoll ist, aber natürlich dürfen die Unterschiede meines Erachtens nicht ins Unendliche wachsen. Und der wichtige Punkt ist eigentlich, dass das untere Niveau, also dass man, wenn man einen normalen Job hat, also jetzt nicht gerade Spitzenunternehmer ist, einen normalen Job hat, dass man sich da also auch einen schönen Urlaub leisten kann oder zwei Urlaube und so weiter, dass also die untere Ebene ein vernünftiges Niveau hat. Das ist aber eine gesellschaftspolitische, wirtschaftliche Strukturfrage. Die Sinnfrage, die ist davon entkoppelt. Und also ich finde, das ist ein Unterschied. Die Sinnfrage, und da bin ich jetzt als Physiker eigentlich schon fast wie ein Priester, weil die Physiker, die haben ja auch so eine Ausbeulung in die Metaphysik. Ja. Also wir stellen auch, also ich zumindest, aber auch ein paar andere Kollegen durchaus die Sinnfrage. Aber da geht es jetzt nicht um das Gehalt und um Wohlstand, sondern wirklich den tieferen Sinn unserer Existenz. Und wir haben ja auch eine Schöpfungsgeschichte, nämlich die Urknalltheorie. Ja, ist alles in einem großen Knall entstanden. Also ich glaube schon, dass das ungefähr richtig ist. Aber es ist auch eine sehr menschliche Vorstellung. Ne? Mit so einer großen Kravum ist das ganze Universum entstanden. Und da ist auch die Suche nach Sinn in der Physik da. Also nach Sinn in dem Punkt, ja, wie ist denn die Welt entstanden? Warum ist sie überhaupt da? Und wieso gibt es uns? Wieso gibt es Bewusstsein? Und ich glaube, dass die Physik, wie sie von außen wahrgenommen wird, zum Beispiel im Schulunterricht, sehr stark geprägt ist von einem materialistischen Zeitgeist. Denn der ganze Zeitgeist, in dem wir uns bewegen, und das hat mich jetzt auch zu Weihnachten gerade wieder ein bisschen deprimiert, da geht es ja nur um Geschenke, um Geld und um Konsum. Aber das ist ja nicht die Idee von Weihnachten. Ja? Bei Weihnachten geht es ja gerade auch um Geist. Und was mich eben verblüfft hat in den letzten paar, ja, seit 2 Jahren arbeite ich da dran, es geht um das High-End der Quantenphysik, also die Naturgesetze in der Welt des ganz Kleinen. Und da scheint es so zu sein, das gäbe es Hinweise, dass die Basis unserer ganzen Welt, also wo wir aufsitzen, diese Nanowelt, die Quantenphysik, dass da Information eine ganz große Rolle spielt in der unbelebten Natur. Information gibt es eigentlich nur zwischen Viechern, also im Leben. Und das ist merkwürdig. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass Geist, also etwas Immaterielles, also Information kann man jetzt grob mit Geist gleichsetzen, dass das für uns vielleicht doch viel wichtiger ist als auch in der Physik. Und ich denke, da könnte noch mal eine große gedankliche Revolution auf uns zukommen, dass wir ein bisschen wegkommen von dem rein ja so kalten, geistlosen Materialismus. Das reicht nicht. Es gibt mehr und dieses Mehr haben wir noch nicht entdeckt. Also jedenfalls die Physik nicht, die Religion schon. Und das war so ein bisschen meine Frage nach dem Sinn, weil ich bezweifle nicht, dass wir das irgendwie schaffen, dass alle in Lohn und Brot kommen. Es ist ja aber auch so, ich habe kürzlich einen Podcast gehört mit dem früheren Außenminister der SPD, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ich blende ihn unten ein, der sprach davon, dass wir so eine 75%-Gesellschaft haben, nämlich jeder will noch 75% arbeiten und 75% lassen sich impfen und so. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft, ne, zu 75% will man Weltmeister werden. Ja. In Argentinien ist das ganze Volk, ja, Fußball und Messi wird's und so. Und bei uns ist so eine gewisse Genügsamkeit. Ich höre das ja auch von Leuten, von Kollegen, die Unternehmen haben, dass die Leute kommen und sagen, ja, also sie möchten da schon gerne anfangen. Sie wissen ja auch, dass es Fachkräftemangel gibt, so, aber gerne 3 Tage würden auch genügen und so weiter. Mich würde das mit Optimismus erfüllen, wenn ich das Gefühl hätte, dass Menschen ihren Sinn verfolgen und deswegen nicht denken, ja, lass mal 3 Tage arbeiten und den Rest gucken wir, dass es uns gut geht, sondern dass die Bock haben, darauf was zu reißen. Das würde mich optimistisch machen und dafür auch bereit sind, ja, was einzusetzen, nicht sich kaputt zu machen. Wir brauchen kein Hamsterrad, sondern richtig Lust haben, an dieser Zukunft, die du jetzt auch so ein bisschen beschrieben hast, mitzubauen. Also das ist das, was ich mit Sinn meinte. Und da
bin ich tatsächlich gar nicht so optimistisch und da hätte ich jetzt Lust, dass du mir ein bisschen Optimismus noch mitgibst, warum du denkst, dass das so sein könnte. Ich habe eher das Gefühl, dass man hier so denkt, naja, uns geht's gut und die Welt werden wir irgendwie doch nicht retten und die anderen, vor allem man unterschätzt komplett, wie gut die anderen sind, ja, und wie die sich auch anstrengend teilweise, die anderen Gesellschaften. Ja, wo kommt der Optimismus her? Auch das, was du vorhin, und damit schließe ich der Kreis, gesagt hast, dass diese Demokratie beweist, dass sie die überlegenere Staatsform ist. Einfach dadurch, dass sie was reißt, was hinkriegt. Im Moment, finde ich, sieht es gar nicht unbedingt so aus. Ja, also zunächst mal zu deinen 75% Menschen, die da in Deutschland so viel vertreten sind. Also ich bin 100% Typ oder 120% Typ und es tut mir wirklich leid, ich kann bei 75% Typen, die sagen, ja, ich mache jetzt ein bisschen was da, ein bisschen was da, aber so richtig Bock habe ich eigentlich nicht. Und auch in meiner Freizeit, dann spiele ich ein bisschen Golf oder ich mache ein bisschen Fahrradfahren, aber auch nur so ein bisschen. Das ist nicht mein Ding. Ja. Ich stehe mit voller Begeisterung hinter bestimmten Zielen, die mein Leben ausmachen. Es war die ganze Zeit so. Und so definiere ich Leben. Ja. Man ist eben zu 100% hinter irgendeiner Sache. Und das kann ja zum Beispiel auch die Familie sein. Aber jedenfalls zu 100% und nicht bloß zu einem bisschen. Dann ist man meines Erachtens so ein bisschen fadenscheiniger Mensch. Ja. Also das kommt mir manchmal so vor. Aber es könnte sein, dass das eine Folge der Pandemie ist, dass in der Pandemie die Menschen einfach dadurch, dass sie so lange zu Hause eingesperrt waren, so ein bisschen apathisch geworden sind. Der Fatalismus ist das. Und dieser Fatalismus, also ja, es bringt sowieso alles nichts und ich habe mein Auskommen und gucke halt den ganzen Tag Fernsehen. Das ist ein bisschen traurig und das hat was damit zu tun, dass wir so lange diese Pandemie hatten, aber auch, dass die Politik oder die ganze Gesellschaft und vielleicht auch die Schulen und die Universitäten es verpassen, den Menschen Optimismus und Motivation einzuimpfen. Ja, wenn man den ganzen Tag hört, ja, wir werden bald sterben, dieses Klima ist ganz schlimm und die Pandemie kommt wieder. Die Lektüre, die die Kinder in der Schule lesen, ich krieg das kalte Grausen. Es gibt nur negative Geschichten. Nur. Es geht nur Mord und Totschlag und schreckliche Sachen. Also ich glaube, irgendwo muss da fast ein System dahinter stecken, dass man sagt, die Welt ist schlecht und deswegen brauchst du dich gar nicht richtig anstrengen. Ja, aber das ist ja, also es gab immer wieder Phasen in der Geschichte, also zum Beispiel bei der Pest, das ist ja auch so eine Pandemie, da sind die Leute auch in Depressionen verfallen. Ja, wobei sie natürlich bei der Pest keine Chance hatten, weil die keine Ahnung von Bakterien hatten. Ja. Und da kann man ja schon verstehen, dass man deprimiert wird. Jeder Dritte stirbt und du weißt gar nicht, was los ist. Ja. Aber heute kann ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Was ich allerdings fahrlässig finde, ist, dass bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft von der Angst der Menschen leben. Also so eine Zeitung, die so reißerische Artikel macht, ja, oh, jetzt ist schon wieder irgendwo irgendwas Schlimmes passiert, ja, und das wird bald zu uns kommen, die wollen ihre Auflagenzahlen erhöhen. Aber ich glaube, sie übertreiben im Augenblick, weil sie die Gesellschaft in Deutschland, diese Angst und die Depression gibt es nur in Deutschland, die gibt es nicht in der Schweiz, das ist schon anders. Und in Amerika, da war ich dieses Jahr zweimal, da ist absolute Lebensfreude angesagt. Ja. Die Amerikaner sind voller Kraft, voller Optimismus, voller Power. Also jedenfalls die jungen Leute, die ich da kennengelernt habe in diesem Jahr, ja, 2022. Und das ist ein deutsches Phänomen. Die Deutschen reden sich selber in eine Apathie und eine Depression rein. Und das tut mir ein bisschen leid. Da kann man auch sicher fragen, welche Gruppierungen in der Gesellschaft sind das? Ja. Aber das führt zu nichts, denn also Depression, Apathie und ja, Mutlosigkeit sind keine Problemlöser. Ich glaube, dass wir dafür mal unseren optimistischen Ausblick mal abschließen können. Ich bedanke mich ganz herzlich und alle, die natürlich seinen Kanal nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, bitte dahin gehen. Und da gibt es ganz viele Videos zu den Themen, die wir angerissen haben. Ich würde mal so zusammenfassen. Ich glaube, es geht ja darum, wie gehen wir optimistisch in das Jahr 2023? Also ich glaube, uns beide würde das mit Optimismus erfüllen, wenn ihr, die ihr das zuguckt, zu den 100% oder 120% Menschen gehören würdet, die diese ganzen Möglichkeiten, die wir in diesem Gespräch gehört haben und angedeutet haben, ja, verfolgen, sich daran beteiligen, das Wirklichkeit werden zu lassen und auf der Suche sind nach Möglichkeiten und nicht in Angst erstarren oder sich
Weil es ist eine große Bequemlichkeit, ehrlich gesagt. Und die Medienindustrie insgesamt ist natürlich so gebaut, weil sie da was anzapft, was beim Mensch irgendwo natürlich vorhanden ist, aber was letztendlich, wie du gesagt hast, zu Apathie führt. Deswegen, unser Optimismus wäre dann begründet, wenn ihr erstens mal schon dieses Video angeschaut habt. Das heißt, ihr hattet schon mal Lust, euch optimistische Gedanken zu machen fürs nächste Jahr. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Genau, und dann mitmachen, sich daran beteiligen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Kommentiert unten reichlich, abonniert den Kanal, seine natürlich auch. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.